Die Schrannenhalle. Von der Kornhalle zur Kulturstätte. Die Bezeichnung Schranne leitet sich ursprünglich vom lateinischen Wort scranna ab und bedeutet Gerichtsbank oder Strafbank. Daneben wird es auch als Begriff für eine Lagerhalle verwendet. Der Schrannenplatz war über Jahrhunderte einer der wichtigsten Marktplätze Dachaus. Auch heute bieten Bauern aus der Umgebung hier ihre frischen Erzeugnisse an. An der Stelle der heutigen Schrannenhalle stand ursprünglich die Kirchenschule. Dabei handelte es sich um die allererste Schule Dachaus. Der Schulbau musste jedoch 1832 dem klassizistischen Bau der Schrannenhalle weichen. Nachdem das Gebäude seine ursprüngliche Funktion verloren hatte, wurde es 2002 mit erheblichem Aufwand zur Dachauer Kulturschranne umgebaut. Seither befindet sich im Obergeschoss eine Kleinkunstbühne, während eine Galerie und ein Restaurant sich das Parterre teilen.